Epigenetik ist ein Thema, was wir seit etwa 2000 überhaupt gelernt haben. Vorher gab es das nicht. Ich will aber noch kurz dazu etwas sagen. Wir haben eben schon gehört, dass ganz viele Dinge da alle stehen und ich mir überlegt habe, was ich dann in letzter Zeit eigentlich wirklich geworden bin. Hierzu habe ich noch einen Zusatz gemacht, der aus aktuellem Anlass sich ergeben hat, und zwar der konstante Einfluss durch die Umwelt. Ich bin also als sogenannter Präventologe losgegangen und bin dann praktisch heimgekehrt als Umweltaktivist. Noch rechts von vielen, noch links von vielen Organisationen, weil für mich klar geworden ist, wird Ihnen das zeigen, welche Bedeutung die Umwelt für uns hat. Und was die vielen Tätigkeiten und Titel angeht, das ist auch immer lästig, das alles zu erklären. Ich habe versucht, einen neuen deutschen, einfach zu verstehenden Begriff zu finden. Und ich bin, denke ich, bestens klassifiziert als ein hochinfektiöser Gesundheitserreger. Gut, also, es ist jetzt etwa 15 Jahre her. Da war eigentlich ein Zeitpunkt, wo die Forschung dachte, es kommt der Durchbruch. Und zwar war man dabei, den genetischen Code zu knacken. Das heißt, die Erbsubstanz zu entschlüsseln. Und die Vorstellung war, wenn wir die Erbsubstanz kennen, wissen wir alles, was im Menschen vorgeht. Wir können praktisch alles erkennen. Wir wissen, wie alles funktioniert. Und dann haben wir die Lösung für alle Probleme gefunden. Und es war ein Wettkampf zwischen verschiedenen Institutionen. Und dann hat man das wirklich mit einem riesigen Aufwand, technischen Aufwand geschafft. Das menschliche Genom war entziffert. Und man dachte, man stößt also eine Tür auf und kommt in einen hellen Saal und alles ist klar. Die Tür haben sie aufgestoßen, die Wissenschaftler, nur dahinter in dem Saal war es dunkel und eine höhnische Stimme sagte, ihr Toren, ihr wisst gar nichts. Ja? Denn was kam raus? Die paar Gene, die man dann gefunden hat, 30.000 oder so etwas, die waren gar nicht in der Lage, das menschliche Leben in seinen Facetten zu erklären. Es war ein Flop, ein wahrhaftiger Flop. Man musste einsehen, es ist viel, viel komplizierter, als man gedacht hat. Und das noch ein bisschen zu erklären, das ist die Gensequenz, die auf einem solchen, wo unsere Information kodiert ist sozusagen, ganz hochkompliziert, so hochkompliziert, dass heute die Datenspeicherleute hingehen und versuchen, das nachzumachen, um Daten abzuspeichern. Also die Natur hat vor Millionen von Jahren Dinge erfunden, wo wir langsam anfangen, es zu verstehen und nachzuvollziehen. Und dieser Code ist eben wie eine Bibliothek, wie ein Buch, wie ein Kochbuch, was Sie zu Hause stehen haben. Und wenn Sie einen Rosinenkuchen machen wollen oder eine Bouillabaisse oder was auch immer, nehmen Sie das Kochbuch raus, gucken nach, was Sie brauchen. Und wenn Sie gekocht haben, stellen Sie es wieder weg. Das Kochbuch kann nicht kochen. Sie müssen kochen. Und so sind die Gene nichts anderes als ein Verzeichnis aller verschiedenen Leistungen, die die Zelle tun kann. Aber die Zelle entscheidet, welche Leistungen sie umsetzt, welche Leistungen sie machen möchte und was sie für die einzelnen Dinge braucht. Und damit sie damit einfacher klarkommt, die Zelle, hat sie sich ausgedacht, dass sie verschiedene Lesezeichen in die Bücher reintut. Dann weiß sie, wo sie nachzugucken hat, dann weiß sie, wo was steht oder weiß, wo sie nicht nachzuschauen hat. Ja? Und das Wort für dieses Lesezeichen ist Epigenetik, das heißt auf die Gene draufgepflanzt, ja? Oder wie ein Karteireiter. Das sind also Zusatzinformationen, die die Zelle auf die Ur-Ur-Ur-Ur-Erbsubstanz draufpflanzt und die dann letztendlich die Gene steuern. Und das macht die Zelle in sich alleine. Das organisiert die Zelle unter dem Einfluss von vielen, vielen Faktoren. Und das will ich Ihnen heute darlegen. Also, das ist die riesige Sequenz. Und da werden dann entsprechend kleine Reiterchen draufgesetzt, um das nutzbar zu machen. Hier ist das nochmal dargestellt. Ich werde da im Einzelnen nicht drauf eingehen. Das sind chemische Formeln, die dort passieren. Aber man kann das an verschiedenen Stellen tun. Und der Körper hat also wirklich ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten, wie er mit seiner althergebrachten, fixierten DNA, seine Erbsubstanz, umgehen kann. Das Grundprinzip dahinter hat ein Kollege vor mehr als 30 Jahren aus England, in London war da tätig, schon beschrieben. Er hat gesagt, wir haben hier unsere Erbsubstanz, unsere Gene, und die reagieren mit Einflüssen aus der Umwelt. Gibt es gute Einflüsse, gibt es schlechte Einflüsse. Überwiegen die guten Einflüsse, dann gibt es Gesundheit. Überwiegen die schlechten Einflüsse, gibt es Krankheit. Nur aus der Beobachtung seiner Tätigkeit heraus hat er dieses so entwickelt. Und heute können wir sagen, recht hat er gehabt.
das ist die Epigenetik, die nämlich hier diesen Einfluss geltend macht. Und da unten drunter haben wir dann den sogenannten inneren Arzt, den viele von Ihnen schon kennen, für den wir jetzt das wissenschaftliche Korrelat gefunden haben. Im Prinzip ist alles klar mit der Vererbung. Die DNA bestimmt, was aus uns wird. Eineiige Zwillinge sehen sich nicht nur ähnlich, sondern sie haben sogar die gleichen Veranlagungen, eben weil sie das gleiche Erbgut haben. Doch trotz der DNA, je älter sie werden, desto unterschiedlicher werden sie. Und es gibt sogar Fälle, in denen wird ein Zwilling schwer krank, der andere bleibt gesund. Wie kann das sein? Wir sind sicherlich mehr als die Summe unserer Gene. DNA-Sequenz alleine bestimmt nicht unser Schicksal. Hier kommt die Epigenetik ins Spiel. Und Epigenetik erforscht, wie Umwelteinflüsse Genaktivität regulieren und auch wie erworbene Eigenschaften zum Teil weitergegeben werden. Und Sie wollen es ganz genau wissen. Thomas Jenuwein und sein Team am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg. Die Arbeitsgruppe will herausfinden, wie die Gene durch den Grad der Verpackung reguliert werden. Dafür forscht sie am Chromatin, jenem Komplex aus DNA und speziellen Proteinen, aus dem die Chromosomen bestehen. Rund 200 verschiedene Zelltypen gibt es im menschlichen Körper. Und obwohl alle zunächst einmal das gleiche Erbgut besitzen, unterscheiden sich beispielsweise eine Herzzelle und eine Leberzelle maßgeblich voneinander. Der Grund dafür: in jedem Zelltyp sind andere Gene aktiv, hier rot dargestellt. Welche von ihnen aktiv sind, kann eine Zelle steuern. Dann nämlich binden spezielle Proteine an die DNA und das jeweilige Gen wird abgelesen. Durch sogenannte epigenetische Veränderungen kann sie diesen Prozess kontrollieren. Diese Änderungen betreffen nicht den genetischen Code der DNA, sie sind aber trotzdem vererbbar. So kann die Zelle Gene stummschalten oder aktivieren, durch Anknüpfen kleiner chemischer Moleküle. Ein Beispiel dafür ist die DNA-Methylierung. Sie betrifft vor allem die hier gelb dargestellte Promotorregion, den eigentlichen Lesestartpunkt für die Gene. Cytosinmoleküle kommen hier besonders häufig vor. An sie knüpfen Enzyme, die Methyltransferasen, eine Methylgruppe, an. Andere Proteine können nun an den Promotor binden und verhindern, dass das Gen abgelesen wird. Es ist damit stumm geschaltet. DNA-Methylierungen spielen bei der Krebsentstehung eine große Rolle. Bei vielen Krebszellen trägt die DNA mehr Methylgruppen als üblich. Dadurch werden Gene stillgelegt, die normalerweise die Entstehung von Krebs verhindern. Auch dies ein epigenetischer Effekt. Die DNA kann aber nicht nur methyliert werden. Auch Hydroxylgruppen kommen zum Einsatz. Mit ihnen lässt sich das Ganze nämlich auch wieder rückgängig machen. Die Hydroxymethylierung ist ein Zwischenschritt bei der Entfernung von DNA-Methylgruppen. Auf diese Weise werden vorher stillgelegte Gene wieder aktiviert. Eine weitere Möglichkeit, die Aktivität von Genen zu kontrollieren, liegt in der Verpackung der DNA. Damit der 2 Meter lange DNA-Faden in den nur wenige Tausendstel Millimeter großen Zellkern überhaupt reinpasst, wird er um Proteine gewickelt, um die Histone. Davon gibt es mehrere Varianten: H2A, H2B, H3 und H4. Sie lagern sich paarweise zusammen. Und da es von jedem Pärchen 2 gibt, entsteht schließlich ein Achterkomplex, zu dem sich auch noch das Histon H1 gesellt. Dieses Gemisch aus Proteinen und DNA wird als Chromatin bezeichnet. Der Verpackungsgrad des Chromatins entscheidet nun, ob die Ablesemaschinerie auf die DNA zugreifen kann. Denn nur wenn DNA und Histone locker gepackt sind, ist ein Gen für Enzyme zugänglich und kann somit auch abgelesen werden. Wieder sind es kleine Anhängsel, dieses Mal an den Histonen, die den Verpackungsgrad der DNA bestimmen. Methyl,
Acetyl- oder Phosphatgruppen. Je nachdem, an welcher Stelle eine solche chemische Gruppe angehängt wird, öffnet oder schließt sich das Chromatin. Werden Histone beispielsweise acetyliert, wird die Verpackung meist lockerer. Das heißt, das Chromatin öffnet sich. Es wird zum sogenannten Euchromatin. Enzyme können nun an die DNA binden und die Gene ablesen. Bei einer Methylgruppe gilt diese einfache Regel nicht. Hier kommt es darauf an, wo genau sie platziert wird. Sie kann aktivierend sein oder aber wie in diesem Beispiel stummschaltend. Die Chromatinstruktur schließt sich und das Gen kann nicht abgelesen werden. Die DNA liegt also als Heterochromatin vor. Doch auch dieser Zustand ist reversibel. Epigenetische Veränderungen betreffen also nicht den genetischen Code selbst. Das bezeichnet die Silbe Epi, also jenseits des Gencodes. Sie können jedoch an die nächste Generation vererbt werden. Während DNA-Mutationen unwiderruflich sind, können epigenetische Veränderungen leicht rückgängig gemacht werden. Dies ist ein bemerkenswerter Mechanismus, mithilfe dessen ein Organismus auf sich ändernde Umwelteinflüsse reagieren kann. Nur wenn die DNA locker gepackt ist, können zum Beispiel Gene abgelesen und in Proteine übersetzt werden. Die Forscher untersuchen, wie durch sogenannte epigenetische, also erworbene Veränderungen, an den Proteinen des Chromatins der Verpackungsgrad der DNA reguliert wird. Ein Blick in die Zelle. Die DNA ist ein 2 Meter langer Erbgutfaden, der in jeder Zelle steckt. Damit er dort hineinpasst, muss er aufgerollt werden. Wie bei einer Spule wird er um die Verpackungsproteine, die Histone, gewickelt. Sie kommen immer im Doppelpack als 2 identische Moleküle vor. Wir stellen vor, die Histone H2A, H2B, H3 und H4. Spule und Faden, oder besser gesagt Proteinkugel und DNA, bilden gemeinsam das Nukleosom. Alle Nukleosomen zusammen ergeben das Chromatin. Thomas Jenuwein konzentriert sich auf H3, sozusagen seinen persönlichen Verpackungsgehilfen, und ist damit der Regulation der Gene auf der Spur. Und Gene müssen abgelesen werden, um aktiv zu sein. Und Gene können nur dann abgelesen werden, wenn Chromatin geöffnet ist. Also wenn die Nukleosomen wie in einer Perlenstruktur Platz schaffen, sodass der DNA-Faden abgelesen werden kann. Das ist offenes Chromatin, wie es zum Beispiel einer Stammzelle vorliegen würde. Im Gegensatz dazu gibt es auch sehr geschlossenes Chromatin, dicht verpacktes Chromatin. Und da kann man sehen, dass die Zugänglichkeit des DNA-Fadens natürlich sehr begrenzt ist. Rückblick in die 1990er Jahre. Zu der Zeit kannte man bereits ein Protein, das bei der Fruchtfliege die Augenfarbe reguliert. Doch das Besondere, egal welche Augenfarbe die Fliegen besaßen, der dafür kodierende Genort war identisch. Es musste also einen bis dahin unbekannten Mechanismus geben, der zu dieser unterschiedlichen Ausprägung führt. Das ließ Thomas Jenuwein keine Ruhe. Er untersuchte ein entsprechendes Protein der Maus, weil er wissen wollte, welcher Prozess dahinter steckt. Nach 5 Jahren Forschungsarbeit war das Rätsel gelöst. Ein Enzym, genauer eine Methyltransferase, verändert die Packungsdichte des Chromatins und damit den Zugriff auf die DNA. Im Jahr 2000 ist es uns gelungen, eine Methyltransferase zu finden, die erste weltweit. Mittlerweile weiß man, dass es über 50 Methyltransferasen gibt. Und diese Methyltransferase methyliert eben nicht DNA, sondern Histone und verändert damit den Verpackungsgrad des Chromatins, sodass Chromatin sich schließt und Gene stilllegt. Wie ein kleiner Amor heftet die Methyltransferase eine Methylgruppe an die Histone. Es ist der Liebesgott, der mit seinem Pfeil die Methylgruppe ins Herz des Verpackungsproteins H3 schießt. Dadurch wird H3 bindungswillig und kann nun eine Partnerschaft mit den passenden Damen, den HP1-Proteinen, eingehen. Sie spielen eine fundamentale Rolle bei der epigenetischen Regulation. Das Chromatin kann dadurch dichter gepackt und die DNA an dieser Stelle nicht mehr abgelesen werden.
Thomas Jenowein ist der Entdecker der Histon-Methyltransferasen. Mit seinen Arbeiten hat er einen Meilenstein in der Epigenetik gelegt. Doch das war erst der Anfang. Inzwischen haben die Forscher noch zwei weitere Methyltransferasen gefunden. Wie wichtig diese Enzyme sind, sieht man, wenn man das dicht gepackte Chromatin, das sogenannte Heterochromatin, unter dem Mikroskop anschaut. Die Forscher haben es dafür mit einem Fluoreszenzfarbstoff markiert. Es leuchtet jetzt hellblau. Alles andere bleibt unsichtbar. Das Fleckenmuster zeigt, dass verschiedene Abschnitte des Erbguts als Heterochromatin vorliegen. Dazwischen liegen die weniger dicht gepackten Bereiche. Wenn die Forscher aber die Methyltransferasen in der Zelle blockieren, kann das Chromatin nicht mehr dicht gepackt werden. Es zerfällt. Durch gezieltes Ausschalten einzelner Methyltransferasen kann Thomas Jenowein bestimmen, an welchen Stellen des Chromatins Methylreste angeheftet werden. Das beeinflusst den Grad der Verpackung. Nur wenn alle drei Methyltransferasen richtig arbeiten, ist das Chromatin ganz dicht gepackt. Die Methyltransferasen benötigen natürlich Methylgruppen. Und die liefert unter anderem unser Essen. Eine Banane beispielsweise erhält viele Methylgruppen. Unsere Ernährung hat also nicht nur Einfluss auf unseren Stoffwechsel, sondern auch auf die Genregulation. Das zeigt das Beispiel der sogenannten Agouti-Mäuse. Mutationen können zur verstärkten Expression des Agouti-Gens und damit zu gelbem Fell und darüber hinaus zu Verfettung und Diabetes führen. Wenn man zwei schwangeren Agouti-Mäusen unterschiedliches Futter gibt, mit wenigen Methylgruppen bzw. mit vielen Methylgruppen, dann entwickeln sich die Mäusekinder unterschiedlich. Diejenigen Mäusekinder, die über das Futter der Mutter nur wenige Methylgruppen bekommen haben, werden gelb, krank und dick. Die anderen Mäusekinder hingegen bekommen ein braunes Fell und bleiben schlank und gesund. Durch Methylierung wird das Agouti-Gen wieder ausgeschaltet. Einige dieser Eigenschaften in Tiermodellen können auch für die nächsten Generationen weitergegeben werden. Also um es kurz zu fassen, es ist durchaus sehr wichtig, wie ich mich ernähre, wie gesund ich mein Leben führe. Das hat durchaus Auswirkungen für die Kinder und auch für die Enkel. Epigenetik, vielleicht noch die kleine Bemerkung, ist wirklich etwas sehr, sehr Aufregendes, weil wir haben die Möglichkeit, über die Epigenetik auf unser Genom einzuwirken. Ein Beispiel, wenn Sie jetzt heute anfangen würden zu meditieren, und Sie würden eine Woche oder zwei Wochen dauerhaft jeden Abend auf dem Meditationskissen sitzen und kontemplativ versinken, dann hätten Sie in dieser Zeit eine Aktivierung von Genen, die vorher nicht aktiv waren. Und wenn Sie dann ein Kind zeugen, dann würden diese neuen Gene, die vorher verschollen waren, würden weitergegeben werden an das Kind. Alleine nach zwei Wochen Meditieren hätte ich mein Genom epigenetisch so verändert, dass das Kind, das dann heranwächst, ja, andere Gene hat, die eher sozusagen vielleicht den ruhigeren Phänotyp irgendwie dann begünstigen, die eine größere Frontalhirnaktivität, weniger Kleinhirnaktivität, also weniger motorisch kämpfen, mehr hin zu geistigen Tätigkeiten. Allein nach zwei Wochen Meditieren. Das gleiche gilt für, wenn Sie sich jetzt entscheiden, Ihre Ernährung zu ändern, weg vom Fastfood hin zu nachhaltigen, mikronährstoffreichem Essen, hätten Sie auch dann zum Moment der Zeugung völlig andere Gene, die abgelesen werden, ja, auf die das Kind dann zugreifen kann, die sonst verschlossen wären, wenn Sie ihr Leben nicht geändert hätten. Ja, also Epigenetik ist eine ganz, ganz fantastische Möglichkeit für jeden von uns, ja, auf verschollene Gene zurückzugreifen, die uns ermöglichen, viel gesünder zu leben mit mehr Energie und Lebensfreude. Also, weil Vitamin D das alles kann über den Vitamin D-Rezeptor, ist es zu Recht oder der Vitamin D-Rezeptor zu Recht biochemisch zusammengefasst in der Superfamilie der nukleären Rezeptoren. Das sind also all die Rezeptoren, die um den Zellkern herum lokalisiert sind, die das können, was ich gerade gesagt habe. Die können dann in den Zellkern gehen, epigenetisch Gene lesbar machen, Bücher aus dem Archiv holen und transkriptorisch dafür sorgen, dass diese Gene auch abgelesen werden. Schauen wir uns mal an, wer denn noch in dieser Familie zu finden ist. Das ist der Testosteronrezeptor, also auch kein unwichtiges Hormon. Das ist der Östrogenrezeptor, das Pendant sozusagen. Und beispielsweise der Cortisolrezeptor.
Ja, und dann merkt man schon, ja, ich kann jetzt hier noch den Schilddrüsenrezeptor aufführen und. Das ist eine große, große Familie dieser nukleären Rezeptoren, ja, die alle das können, was ich gerade gesagt habe. Ja, mit nochmal dem Unterstreichen der Rolle des Vitamin D-Rezeptors. Er gehört innerhalb dieser Familie zur Nummer 1. Ja. Er kontrolliert mehr Gene als die anderen Rezeptoren.